Drei Fragen, drei Antworten mit dem heißen Draht nach Peking. Dort sitzt Dr. Jan Wüstenfeld, der leitende Mannschaftsarzt der Biathlon-Nationalmannschaft. Grüße nach Peking. Hallo nach Deutschland und an die DGSB. Ja, danke schön. Sie haben selbst Olympia miterlebt, waren auch Staffelgoldsieger im Jahr 2000 als Biathlet. Was hat sich denn in dieser Zeit bis heute in der Betreuung der Athleten durch Mediziner, Therapeuten und Wissenschaftler verändert? Eigentlich gar nicht so viel. Wir waren oder haben das Glück, dass Biathlon schon immer eine Sportart war, die sehr intensiv sportwissenschaftlich, sportmedizinisch betreut wurde. Ich wurde damals von unserem jetzt leitenden Olympiaarzt, Professor Bernd Wohlfahrt, als Athlet noch betreut und der hat mich ja dann auch letztendlich an diese Position mitgebracht. Also insofern sind wir heute sehr intensiv und sehr nah dran an der Mannschaft, aber auch damals war Professor Wohlfahrt bei uns sehr nah dran und hat zusammen mit den Sportwissenschaftlern viel Input gegeben. Sie sind für die Gesundheit und Leistungsfähigkeit des Teams, der Biathleten, verantwortlich. Wie geht es den Athletinnen und Athleten denn inmitten dieser Pandemie und dieser ganz besonderen Olympischen Winterspiele? Ich muss sagen, jetzt mittlerweile ganz gut. Also die Athleten sind ja jetzt fast 2 Wochen jetzt hier schon in China. Insofern ist jetzt auch nicht mehr damit zu rechnen, dass wir jetzt hier noch positive Fälle kriegen. Das merkt man auch in der Mannschaft. Diese Anspannung oder die Angst, jetzt sich noch zu infizieren, lässt deutlich nach. Das Problem war vielmehr vorher praktisch die Aufgabe, die Athleten Corona-frei nach Frankfurt in den Flieger zu bekommen. Und da war natürlich unglaublich viel Organisationsaufwand, unwahrscheinlich viel Schulung der Athleten gefragt, obwohl die natürlich auch schon viel wussten. Wir haben sehr viele Maßnahmen ergriffen, um halt möglichst das Team so gut es geht zu isolieren. Natürlich mit Abstand und Masken, so wie es jeder macht, aber auch mithin, dass wir im Hotel nur noch unsere eigenen Servicekräfte hatten, unseren eigenen Koch, die selbst die Zimmermädchen waren PCR getestet durch uns. Also wir haben schon sehr viel Aufwand betrieben, um halt möglichst die Infektionen zu vermeiden. Und bis auf die eine Infektion von Franziska Preuß haben wir das ja zum Glück auch geschafft. Jetzt soll mit dem Sports Medicine and Health Summit ein interdisziplinärer und multiprofessioneller Kongress entstehen, der eben so eine Plattform für alle diejenigen, die im Sport so tätig sind, anbietet. Sie arbeiten eng mit einem Team aus Physiotherapeuten, Trainern und Sportpsychologen zusammen. Wie gelingt da die Zusammenarbeit und inwiefern ist diese Interdisziplinarität ja gerade für diese Arbeit bei Olympia besonders wichtig? Also sie ist essentiell. Alleine wäre ich hier aufgeschmissen. Ich brauche natürlich die Physiotherapeuten an meiner Seite, die tagtäglich mit den Sportlern arbeiten. Wir stimmen uns jeden Tag ab. Wo gibt es kleine Probleme? Wo gibt es größere Probleme? Wie können wir das angehen? Und hier haben wir bei Olympia natürlich noch den Vorteil, dass wir noch praktisch ein zusätzliches Team haben mit dem leitenden Olympiaarzt, mit Welfare Officers, die im Prinzip also bei jeder Mannschaft mit dabei sind, vom IOC ja sogar vorgeschrieben, die zusätzlich noch uns unterstützen, zusätzliche Physiotherapeuten, sodass wir im Prinzip einmal unser kleines medizinisches Team der Mannschaft sozusagen haben und darüber jetzt sogar den Luxus hier vor Ort noch, dass wir dort praktisch noch ein größeres medizinisches Team haben, wo wir praktisch immer auch zusammenkommen und dann übergreifend zusammenarbeiten können. Wenn ich als Internist vielleicht orthopädisch dann nochmal einen Spezialrat brauche, dann habe ich hier natürlich dann noch Kollegen, die ich da außerdem noch mit dazu holen kann, was ich sonst ja natürlich nicht machen könnte. Das waren schon 3 Fragen, 3 knackige Antworten. Wir sagen vielen herzlichen Dank an Dr. Jan Wüstenfeld, der gerade aus der Behandlung kommt und mit Sicherheit auch wieder in die Behandlung geht. Deshalb wollen wir gar nicht lange stören. Vielen Dank für den spannenden Einblick und Grüße nach Peking. Danke, viele Grüße.